Hallo Leute und herzlich willkommen zu The House. Heute wieder ein Horrorspiel. Ich habe hier nur eine Softbox, ich weiß nicht, ob das auffällt. Und dann wieder rotes Licht so ein bisschen wegen Horror. The House, ich habe keine Ahnung, um was es geht. Ich drücke mal Space. Okay, interessantes Intro. Day One. Müssen wir auch Tag überleben? Finally, I have some peace. I have rented this house so I could escape from work and my family. They were driving me crazy. I knew renting this house was a good idea. Although it is kind of creepy, but I'll get used to it. I hope. Apparently some old couple lived here, but they moved out and put a really good price on it, so I guess I was kinda lucky. Okay. Okay, wir wachen auf. Alles ist dunkel. Haben wir eine Taschenlampe? F, okay. Nee, doch F. Oh, wir haben aber Strom. Oh Gott. Irgendwie bin ich stuck im Bett. Das ist doch ein Scherz. Ja, ich komme nicht raus! Muss das so? Ich rechne in jeder Sekunde gerade mit einem Jumpscare. Oh! Oder mit sowas. Ah, das war's schon? Last night was really weird. I heard someone knocking on my door, but I figured it must be the wind. Then my light bulb got fried, and I have to buy a new one, I guess. For some reason, there is no phone or internet service today, and it probably knocked some telephone poles. I hope it gets fixed. Okay, also ist das das Spiel, dass wir in dem Bett sind wie in FNAF ähnlich und ja, scheinbar schon. Und ja, jetzt ist hier. Gut, wir werden noch gleich wieder gejumpscared hier. Hello? Someone there? Wie gechillt ist er eigentlich so? Oh, hi, ist jemand hier? That's fucking weird. Oh God. No. Hä? Okay, das war jetzt nicht so weird. Also creepy. Weird schon, aber creepy nicht. Hä? Ich versteh's nicht. There was something weird going on. Last night I had a nightmare and some creature attacked me. But when I woke up, the blood was still on the window and on the floor. I don't know. I think I might not be alone here. Luckily, electricity is back, but phone service is still gone. If something like this happens this night, I'm leaving. Ist vielleicht besser. Ganz ehrlich. Nein, jetzt kann ich rumlaufen. Nein, nein, nein. Oh, jetzt wird's erst richtig wild. Hm. Was war das denn? Hä? What? Hä? Ich verstehe nicht, was abgeht gerade. Wieso habe ich kein Licht? Ist hier vielleicht eine Taschenlampe? Ich kann den Teddy aufheben. Ich nehme dich jetzt mit. Du schützt mich, oder? Aber muss ich die Tür zuerst aufmachen? Mache ich die Tür auf? Hallo? Kann ich die Tür überhaupt aufmachen? Och, kann ich aber wieder schlafen gehen, Alter.
Und wieso habe ich keine Taschenlampe, Alter? Man sieht nichts. Hier hinten ist auch noch eine Tür, ja Moment. Ist hier irgendwo ein. So. Also. Ach, hier unten ist was, ne? Aber ich kann es irgendwie nicht ganz nehmen. Ah doch, jetzt, okay. Was ist das? Es ist weg. Ah ne, hier ist es wieder. Bruder, ich bin so überfordert. Was muss ich denn machen? Kann ich hier irgendwie mit meinem Telefon irgendwas machen? Hier, hallo? Nee? Bruder, ich sehe hier, man sieht so nix, Alter. Kann ich hier die Tür einschlagen? I'm leaving, hat er ja gesagt am Anfang. Das heißt ja, unser Ziel ist wahrscheinlich diesen. Ah, du, das Fenster einschlagen. Geht das? Oh, daneben, warte mal. Hier sonst irgendwie raus, hä? Alter, ist das. Wow. What? Wo bin ich? Hallo? Ah, oh, Cutscene, okay. Hä? Ich bin. Oh, nee. Oh Gott. Bin ich runtergefallen? In die Kanalisation? Hä? Oh, no. Ene, mene, mu und raus bist du. Okay. Gehen wir hier durch. Mal gucken. Ist hier irgendwas? Ist hier eine Wand? Was sonst? Kommt wahrscheinlich gleich so ein Jumpscare aus dem Nix. Oder nicht? Hallo? Hä, es ist. Oh. Was ist das denn? Hä? Also, ich bin verwirrt. Was war das? Und, hä? Das war scheinbar der richtige Weg, oder was? Ist das hier wieder? Achso, das ist hier die Tür. Okay. Wieso habe ich denn kein Licht? Ist am Boden irgendwas? Ich renne jetzt einfach wieder zurück. Ich verstehe nicht, was ich machen muss. Da ist jetzt die Taschenlampe, oder? Ja, hä? What? Ach, hier ist ein Durchgang. Das hatte ich nicht gesehen. Boom. Okay. Nice. Okay, da waren wir schon. Dann wissen wir jetzt, die eine Seite ist nicht richtig. Dann gehen wir in eine andere. Okay. Gehen wir diesmal hier durch. Oh, hier sind noch mehr. Oh. Ach, das ist so scheiße, Labyrinth-Scheiße. Och, Mann. Nee, auf das habe ich ja gar keinen Bock. Ey. Scheiße, Mann. Hä? Jetzt habe ich wieder keine Taschenlampe. Hä, wo bin ich? Hallo? Ah, hier, hä? Das klingt wie der Basilisk aus Harry Potter irgendwie. Oder? Ich weiß es nicht, Alter, aber ich habe irgendwie die Taschenlampe schon wieder verloren. Wo ist die jetzt? Ich gehe wieder runter sterben, weil ich habe die irgendwie schon wieder verloren. Irgendwie gar keinen Bock auf das. Weil das ist so scheiße Labyrinth. Ich hasse das. Weil es kann hinter jeder Ecke kann dann irgendwas kommen und dann erschreckst du dich und dann ist nicht geil. Fühle ich nicht. Vor allem, wenn man kein Licht hat, ist es geil eigentlich. Ich renne hier einfach den Wänden noch. Okay, hier ist wieder Licht. Oder ist das der Start? Gehen hier mal geradeaus nach hinten. Okay, schnell weg. Hä? Ich versteh's nicht. Also wir müssen ja obviously von irgendwas fliehen, aber die Frage ist, was? Was ist das? Gut, das ist eigentlich relativ egal. Hä? Ich habe die Taschenlampe schon wieder nicht. Ich habe die gerade aufgehoben, aber die ist schon wieder weggeglitscht. Ah. Press E. Ich drücke E. Ah, jetzt habe ich sie. Okay. Jetzt steht das die ganze Zeit da. Okay, da. Runter. Mann, wieso steht das jetzt da? Naja, egal. Scheiß drauf. Okay, wir versuchen jetzt mal nicht zu sterben. Weil ich würde irgendwie. Also, ich will eigentlich nicht weiter spielen, aber. Das Problem, was ich so ein bisschen sehe, wir wissen halt nicht, ob das Wesen random spawnt, oder immer am gleichen Ort, oder... Nein, Sackgasse. Nein, ich kann nicht mehr rein.
Renn! Okay, sie ist weg. Uff. Big Uff. Richtungswechsel. Scheiße. Oh! Nein, 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 nein. Was, Leute? Aber irgendwie klingt das halt. Wow, 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 wow. Ich will aber eigentlich gerne hier raus. Oder zum Fenster. Aber irgendwie geht das nicht. Na, Leute, ich würde sagen, da wir irgendwie immer verrecken und da ich das jetzt wirklich nicht schaffe und auch schon die ganze Zeit mache, auf jeden Fall. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist ja ein weirdes Spiel irgendwie. Also, es hat ja Horror so an sich, aber. Boah, ich mag das gar nicht, durchs Labyrinth und dann kann wirklich einfach etwas kommen und du siehst es nicht so richtig. Weißt du, wisst ihr, was ich meine? Ich würde mich freuen, wenn ihr ein Like und ein Abo da lasst, beim nächsten Mal wieder einschaltet. Und dann würde ich sagen, halt die Fresse. Bis zum nächsten Mal. Ciao.